Wir sind Open Profile und am Freitag hatten wir eine Brainstorming-Runde über das Thema Netzpolitik und Überwachung. Und irgendwann mal sind wir dann auf die Idee gekommen, dass eigentlich Überwachung oder zumindest das Sammeln von Daten über uns, inwieweit das zusammenführt, kann man diskutieren, ständig passiert. Aber es ist uns nicht bewusst. Ich zumindest und wahrscheinlich ihr auch alle werdet euch täglich im Internet aufhalten und ihr hinterlässt auch täglich im Internet Daten. Es reicht aus, einfach eine Website aufzurufen und schon werden Daten über euch abgespeichert. Und genau dafür wollen wir ein Bewusstsein schaffen, genau das wollen wir zeigen mit verschiedenen Interaktionen mit einer Website, was man aus verschiedenen Interaktionen mit einer Website rauslesen kann. Und der Tobias wird euch jetzt zur Startpage einführen. Also die Startpage hatte zum Ziel, dass man einmal auf den ersten Blick sieht, was man nur mit dem Öffnen für Spuren hinterlässt. Und das sieht man auch an unserem Namen, Open Profile. Also wenn man irgendetwas im Internet macht, wird man eigentlich open oder transparent. Und da haben wir gleich auf den ersten Blick die ersten Sachen aufgelistet, die man sieht. Man sieht die IP-Adresse, das ist wie ein Fingerabdruck deines Computers oder Laptops. Dann die Sprache, mit der du browsst und auch das Suchtool, also Google Chrome oder eben Firefox. Aber auch das Betriebssystem und ja, die Displaygröße und Displayanzeige. Dann haben wir die, also wenn man irgendetwas mit den sozialen Netzwerken macht, dann kommt man auch schnell dazu, dass man ein Bild teilt, liked oder seinen Standort teilt, wie auf Snapchat, SnapMap oder einfach Sachen kommentiert. Mit PicPress haben wir das eben so gestaltet, dass hier eben ein Bild analysiert wird. Da wird euch der Xaver dann noch mehr darüber erzählen. GeoGuess beschäftigt sich eben mit den Standorten, die man so teilt, wenn man auf Google Maps irgendetwas sucht oder ein Restaurant rated. MindMem beschäftigt oder soll eben demonstrieren, was passiert oder was man herauslesen kann, wenn man etwas einfach kommentiert oder einfach niederschreibt im Internet und abschickt. Ja, und der Julian wird jetzt mit GeoGuess beginnen und wird euch das näher bringen. Dankeschön. Also bei GeoGuess ist es so, es wird also ein Standort simuliert, also man kann auf die Karte klicken, so wie es jetzt veranschaulicht wird. Und diese Standorte wurden zum Beispiel von einem Unternehmen gesammelt, zum Beispiel so wie Google Maps, aber können jetzt Restaurants sein, die man häufig besucht, oder es reicht schon, wenn du bei einem Restaurant nur ein Review schreibst, dann lässt sich ja schon daraus schließen, dass du dort warst. Und bei sowas kann recht gut analysiert werden, wo du dich oft aufhältst natürlich, aber auch diese Radien zeigen an, wo es wahrscheinlich ist, dass du in ein Restaurant gehst, wenn du eins siehst, also wenn man es jetzt mit Restaurants macht, mit den Marken, aber auch, wo du dich oft aufhältst. Und das heißt, wenn man jetzt noch Daten dazufügt, wie zum Beispiel der Zeitpunkt, an dem man sich dort aufhält oder wie lange man dort bleibt, lässt sich auch recht einfach herausfinden, wo dein Wohnort ist, beziehungsweise wo du zur Arbeit gehst oder zur Schule. Und das sind eigentlich recht wenige Daten, aber wenn man sich überlegt, wie viele Daten eigentlich Google zum Beispiel von uns zusammenträgt, da lassen sich noch viel umfangreichere Analysen bilden. Und es ist eigentlich, finde ich, schon recht imposant, was man nur aus so ganz wenigen machen kann, wenn man sich überlegt, was dann Google und Co. eigentlich alles über uns wissen. Ja, und mehr zu MindMem wird uns jetzt die Clara darbringen. Bei MindMem geht es darum, dass wenn wir auf einer Website etwas eingeben und abschicken, damit
also mit den Daten passiert etwas, die werden verarbeitet. Und wir haben das versucht anhand eines Fragebogens zu simulieren. Der Fragebogen hat schon eher direktere Fragen und unser erstes Beispiel ist eben, kennen Sie die Verbindung zwischen einem Bleistift und einer Kassette? Zum Beispiel unser Mentor, der würde angeben, ja, kennt er. Bei seinem Beruf würde er sagen, ja, er ist Coder. Und die dritte Frage ist, was sein Lieblingsauto ist. Und da ist öfter jetzt am Wochenende Tesla gefallen, das Elektroauto. Und ja, wenn wir jetzt auf Abschicken drücken, dann werden ein paar humorvolle Rückschlüsse angezeigt. Zum Beispiel, dass unser Mentor vielleicht schon ein bisschen älter ist, weil er eben den Zusammenhang zwischen einer Kassette und einem Bleistift kennt. Und wir müssen uns das eben immer wieder vor Augen halten, dass solche Rückschlüsse gezogen werden können und tatsächlich auch gezogen werden. Und jetzt noch zu PicPress, was vom Xaver. PicPress soll das Hochladen eines Fotos auf einem Social Network simulieren. Also wir das alle wahrscheinlich schon öfter gemacht haben, einfach etwas posten und dass das eben die Daten, die man postet, nicht nur an deine Freunde gehen, sondern auch an die Firma über die Plattform, die man das gepostet hat und was die Firma da alles rauslesen kann. Und da haben wir jetzt ein Foto von uns, das wir gemacht haben vorhin, hochgeladen und eine Software dazu geschrieben, die die Daten rausliest. Und da kann man dann schon sehen, das ist das Handy, mit dem es gemacht wurde. Wenn man dann weiter runter, da ist das Datum, wann es gemacht wurde. Dann hat man natürlich Imagegröße, die Auflösung, dann wie lange man belichtet hat, die ISO, dann auch die Blende. Wenn man weitergeht, kann man sogar so weit gehen, dass man die GPS-Daten rausliest. Also hier deine Koordinaten. Diese Koordinaten könnten dann wiederum wahrscheinlich in so eine Karte eingetragen werden, wie der Julian sie euch vorher gezeigt hat. Das heißt, ihr müsst nicht einmal irgendwo ein Review schreiben, sondern es reicht aus, ein Foto irgendwo hochzuladen. Eure Daten sind in diesem Foto gespeichert und sie werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher, analysiert werden und die Daten werden weiterverkauft werden. Und jetzt haben wir noch eine Gesichtserkennungssoftware drüber geschrieben, die jetzt noch ein bisschen buggy ist, aber diese Gesichtserkennungssoftware läuft mit sogenannten Trackern. Diese Tracker schauen sich Merkmale an. Wir haben in diesem Fall Tracker für Gesicht, Augen und Mund. Man könnte genauso Tracker schreiben für Autoreifen, Auto oder Nummerntafeln oder Schrift. Das heißt, man kann aus einem Foto viel mehr Informationen rauslesen, als nur aus diesen Pixeln, die man da sieht. Weil eben mittlerweile die Computer schon so fortgeschritten sind, dass man wirklich erkennen kann, wo das Foto und was das Foto zeigt. Okay. Und jetzt zum Abschluss wollte ich noch einmal dazu aufrufen und euch bitten, das nächste Mal, wenn ihr im Internet seid und eine Webseite aufruft, dass ihr euch zumindest bewusst seid, dass ihr immer Daten hinterlässt, wenn ihr euch im Internet bewegt. Und dass das eigentlich genauso Fußstapfen hinterlässt, wie wenn ihr euch im Schnee bewegt.